Hallo Jungs, es ist wieder soweit. Manni geht zurück zum Airbrush. Ich habe mit Airbrush vor 15 Jahren angefangen. Natürlich viele Fehler gemacht und dann schöne Karosserien gemacht, die ich natürlich nie fotografiert habe, weil Foto nicht mein Ding ist. Ich habe auch keine Videos dazu Zeit gemacht und es war immer so, dass nach 3 oder 6 Monaten das ganze Zeug immer zerstört war. Jetzt bin ich ein bisschen älter, ein bisschen weiser und meine Karosserie halten ein bisschen länger. Aus 2 Gründen oder 3 komme ich zurück zum Airbrush. Ich habe natürlich mit Tamiya Farbe lackiert, weil es ist wirklich in Spraydose für mich die beste. Man kann relativ schnell zwischen 2 Farben arbeiten, weil es trocknet sehr schnell. Die Sprühung ist gut und Preis-Leistung stimmt. Ich habe viele andere probiert, LAP, Absima oder weiß nicht was und Pactra und so Zeugs, aber ich war nicht zufrieden damit, mit der Farbe gegenüber die Tamiya Farben. Aber ich mache jetzt immer mehr wieder Karo für die Abonnierten und für die Autos, die ich bereitstelle für zum Verkaufen. Also bin ich zurück zum Airbrush. Mein Airbrush-Kompressor hat ein Problem, wenn er warm wurde. Und es war das Problem, dass ich einer hatte mit einem Kolben. Und dann ist das Problem, für einen konstanten Druck haben, du musst immer wieder warten, bis das Ding geladen ist. Dann wird das Ding warm und da hat es ein Problem. Meine Pistole aber, die ist eine Paske-Pistole, zweifachen Effekt, ist immer noch wie neu, weil sie, obwohl ich hunderte von Karo lackiert habe und hunderte von verschiedenen Farben gemacht habe, immer meine Pistole auseinandergenommen habe. Nach jeder verschiedenen Farbe habe ich sie total zerlegt, total gebürstet, gereinigt, weil die Parma-Farbe, die ich benutze, die ist mir am liebsten, ist Wasserfarbe, das heißt, man kann sie mit Wasser reinigen. Das mal eins. Also die Pistole habe ich noch und ich habe mich dann auf den Weg gemacht für einen neuen Kompressor, einen besseren Kompressor. Und da habe ich festgestellt, es gibt ja nur eine Marke, die das macht. Also es gibt 2 verschiedene oder 3, natürlich Billigkompressor, aber bei den besten gibt es immer dieselbe. Und weil ich ja das Problem mit einem Kolben hatte, habe ich mich auf einen doppelter Kolbe, also auf den Weg gemacht. Und da gibt es Preisunterschied zwischen 130 und 200 Euro für selbe Material, einfach einer anderen Marke. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr jetzt auf eBay oder Amazon gibt, kennt ihr natürlich dieses Ding. Es ist immer dasselbe. Und da bin ich auf eBay auf einen Engländer gestoßen, der das Zeug gekauft hat, neu und es nicht gebraucht hat und wieder verkauft hat. Rechnung liegt dabei, der Typ hat 180 englische, sagen wir auf Deutsch, Pounds ausgegeben, das heißt 230, 240 Euro. Er hat der doppelte Kompressor, also doppelte Kolbenkompressor, Flex dazu, eine einfache Pistole mit Unterdruck, feste montierte Farbbehälter und die bessere Version mit mobiler Farbbehälter plus natürlich den normalen Druckbehälter, verschiedene Nadel und verschiedene Flex-Adapter und der Reinigungspot. Das ist was, das ich noch nie benutzt habe, weil ich ja immer meine Pistole auseinandergenommen habe. Ich sehe viele Leute, die das brauchen, aber wenn man dann sieht, wie die Pistolen aussieht, gerade die, alle die, glaube die Mädchen, die da Fingernägel lackieren, wenn du siehst, wie die Dinge aussehen, hast du gar keine Lust, die Finger lackieren zu lassen, weil meine Pistole würde ich damit essen. So sauber ist sie noch nach 15 Jahren. Aber nun, jeder macht, was er will mit seinem Werkzeug. Bei mir ist herrscht Chaos bei den Videos, herrscht Chaos bei der Rechtschrift, aber meine Werkzeuge sind immer super topper aus unterhalten. Also, ich habe jetzt 3 Pistole und das ist toll, da kann ich nämlich 3 verschiedene Farben bereitstellen. Ich kann 3 verschiedene Nadeln montieren. Und das ist der letzte Punkt, wieso ich zurück zum Airbrush komme. Ich habe vor langer Zeit, wo ich lackiert habe, immer Nitroblock benutzt für unter der Farbe, um lackieren. Das ist ein Lack, der schützt von Benzin und von Steinschlägen. Gerade jetzt bei GT-Karosserien. Bei GT-Karosserien ist das riesige Problem, dass die Steinchen hier die Farbe immer abschlagen. Und das ist schade. Das ist übrigens Tamiya Mika Rot.
schweineteuer, aber das ist schweinerot. Man sieht es vielleicht nicht auf der Kamera, aber wenn das Licht hier reinkommt, ist das Ding rot. Und der hat nichts drunter lackiert. Der spinnt. Und eben, das ist falsch. Ich habe nämlich von Parma, ich hatte die Gewohnheit, Parma Fasscode zu benutzen. Und das Ding ist einfach Hammer. Wieder Nitroblock. Nitroblock ist aber schwer zu finden und ist relativ teuer. Kostet 15 Euro die Spraykanne. Man kann natürlich 2 K.O. damit lackieren oder vielleicht 3. Aber es macht weh. Der Fasscode ist wesentlich billiger. Und geht auch viel besser zum Aufsprühen. Ist nicht ganz durchsichtig, deswegen kann man den Fasscode als Unterlackierung nehmen. Natürlich macht man normalerweise, wenn man so eine helle Farbe macht, weiß oder silber drunter, damit die Farbe wieder besser rauskommt. Und mit dem Fasscode muss man das nicht machen, weil der macht das. Das heißt, du machst nur deine Farbe drauf, der Fasscode drunter und es ist erledigt. Und das ist eben toll. Ich zeige euch natürlich die Karo auf dem Auto, wenn es fertig ist. Das ist natürlich Wunsch von einem Abonnenten. Für den habe ich eine Hobber VT bereitgestellt. Und der wollte mal eine andere Karo, der wollte eine GT-Karo statt eine Rally-Karo. Also zeige ich mal natürlich, wenn das Auto fertig ist, wie es aussieht. Und ich habe für das ganze Zeugs hier 110 Euro bezahlt. Super eingepackt. Super Zustand, er hat gesagt, es ist neu und es ist auch neu angekommen. Ich habe das Video extra auf Englisch gemacht, für mich bei ihm bedanken. Ich sende ihm den Link dann, weil es ist wirklich super toll. Natürlich ist eine kleine Klammer kaputt, die Schachtel ist ein bisschen verdruckt, aber es kann vom Transport auch nicht schlimm. Ich setze meine Pistole sowieso nicht auf meinen Kompressor, weil wenn es tropft, habe ich einen Farb auf dem Kompressor. Meistens mache ich eine Verlängerung an meinen Schlauch dran und lackiere separat von meinem Kompressor, damit der keinen Staub abbekommt. Ich mache mir auch wieder, was ich damals gemacht habe, das heißt eine Miniatur-Sprühkabine. Das heißt, ich nehme ein Gestell, mache eine Folie drüber und mache eine kleine Heizung drin, damit ich Überdruck in dem Zeugs habe. Das heißt, die warme Luft will natürlich raus. Die geht nach oben und geht raus mit dem Sprühdampf nach außen. Natürlich ist das Problem, wenn ich das nach Hause mache. Ich mache vielleicht auch mal sehen, ob ich ganz einfach einen guten Abzug kaufe und natürlich einen Ausgang nach außen mache, damit ich bevor einen Aufzug lackieren kann. Das heißt, du machst den Aufzug senkrecht vor dir auf volle Leistung und lackierst gegen den Aufzug. Das heißt, der ganze Sprühdampf geht in den Aufzug und nach außen. Damit hast du nichts im Hause, stinkt nicht im Hause. Pass aber auf, denn den Ausgang gegen den Nachbach geht. Gerade wenn er sein AMG Mercedes hinter deine Garage parkiert hat, sonst kriegst du mal heftig ein Problem mit dem. Nee, ich habe es nicht ausprobiert, ich hatte kein Problem. Ich habe im Voraus dran gedacht und der Abzug in eine andere Richtung gemacht. Natürlich, wenn du deinen Nachbarn nicht magst, machst diskret ein Loch in seine Garage, mach deinen Abzug in seine Garage und versprühst ihm die geile Karre. Tschüss, Jungs.